Willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit, Leben mit Stil. Unser Thema heute ist noch einmal die Esoterik. Im ersten Teil unseres Gespräches haben wir versucht, Antworten zu geben auf die Frage, warum Menschen von okkulten Praktiken fasziniert sind und worum es bei der Esoterik überhaupt geht. Im heutigen Gespräch geht es um einen Vergleich der Grundlagen der Esoterik und des Christentums. Als Experten hierfür begrüße ich auch heute noch einmal Clemens Pilar von der Kongregation der Kalasantina in Wien. Herzlich willkommen. Pater Clemens, ich hatte gesagt, es geht um die Grundlagen der Esoterik im Vergleich mit dem Christentum. Es hat ja schon in der Antike Versuche gegeben, das Christentum in irgendeiner Form auch mit esoterischen Praktiken zu verbinden, wie es zum Beispiel die Gnosis getan hat. Können Sie das etwas näher erläutern? Man müsste so sagen, das Christentum war von Anfang an konfrontiert, auch mit einer anderen Weltanschauung. Da ging es nicht in erster Linie um eine esoterische Praktik oder Praktiken, sondern mit einem anderen Weltbild und mit einem anderen Weg der Erlösung. Das ist vor allem eine Art der Weltanschauung, der Philosophie. Genau genommen baut auch die zeitgenössische Esoterik auf diesen Ideen der antiken Gnosis auf, sind also nicht wirklich etwas Neues, sondern wieder aufgewärmte Ideen aus der damaligen Zeit. Aber es zeigt sich darum sehr gut, wie das Christentum von allem Anfang an sich mit diesen Ideen hat auseinandersetzen müssen. Und viele Antworten, die auch damals gegeben wurden, gelten heute noch gleichermaßen. Und es ist deshalb auch wichtig, dass man sich ein bisschen mit dieser Ideenwelt der Gnosis auseinandersetzt. Dann kann man sie auch sehr gut diagnostizieren, wenn sie eingekleidet in eine Alltagspraxis heute begegnet. Denn heute werden die meisten Menschen nicht unmittelbar mit der Philosophie konfrontiert, sondern mit irgendeiner Praktik. Aber dahinter steht dieses Weltbild der Esoterik, beziehungsweise auch dieses neu belebte gnostische Denken. Man könnte hier jetzt einige Elemente herausgreifen, das ist wahrscheinlich sinnvoll, um das einmal gegenüberzustellen, den christlichen Glauben und diese Idee der Gnosis. Wir Christen, das ist heute auch nicht mehr allen so bewusst, glauben an den persönlichen Gott, den Schöpfergott, der diese Welt durch sein Wort erschaffen hat. Bereshit bara, so heißt das in der hebräischen Bibel, ganz am Anfang, im ersten Buch der Genesis. Am Anfang schuf Gott die Welt. Gemeint ist dabei aber nicht, dass er sie vor langer Zeit erschaffen hat, also vielleicht vor 20 Milliarden Jahren durch den Urknall, sondern dass er der Anfang von allem ist, auch von jedem Augenblick, der geschaffen wird, auch jetzt. Auch jetzt hält und trägt Gott diese Welt, dieses Dasein durch sein machtvolles Wort. Es ist der persönliche Schöpfergott, der will, dass diese Welt existiert. Im Unterschied zur Gnosis sieht man das Göttliche, das All-Eine, aus dem die ganze Welt der Erscheinungen hervorgeht, ausfließt. Es ist kein Schöpfungsakt, sondern ein Hervorfließen der Welt der Erscheinungen in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Stufen. Die materielle Welt, das ist die unterste Stufe dieser Erscheinungen. Und der Mensch in dieser materiellen Welt ist eigentlich, trägt in sich einen göttlichen Seelenfunken, der aus der göttlichen Welt herabgefallen ist, in die materielle Welt, die von einem bösen Schöpfergott, einem Demiurgen, erschaffen wurde. Und der Erlösungsweg, der Selbsterlösungsweg der Gnosis besteht darin, dass dem Menschen bewusst gemacht werden muss, dass eigentlich in ihm dieser göttliche Seelenfunke ist, der gefangen ist, ist in der Gefängnis der Materie, und er muss durch den Weg der Erkenntnis, der Gnosis, wieder aufsteigen zum Ureinen, aus dem er eigentlich hervorgegangen ist. Und das hat dann verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, aber entscheidend ist hier der Unterschied zwischen im christlichen Glauben dem persönlichen Schöpfergott, der durch seinen Willen diese Welt erschaffen hat, im Gegensatz zu dem göttlichen All-Einen, in dem eigentlich alles miteinander verbunden ist und alles in dieser Göttlichkeit aufgeht. Alles ist göttlich. Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, beziehungsweise Mensch und Schöpfer oder auch Mensch und bösartiger Schöpfer, Demiurg? Also wir glauben nicht an einen bösartigen Schöpfer, wir glauben an einen guten Schöpfer. Wir glauben, dass der Mensch geschaffen ist zu einem ewigen Dialog der Liebe. Der Mensch wird niemals Gott sein, aber er ist berufen, Gottes Freund zu sein. Wir glauben daran, dass die Erfüllung des Menschseins darin besteht, dass der Mensch für immer Gott lieben darf und in liebender Gemeinschaft miteinander vor Gott sein darf. Die Communio Sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist also eine Feier des ewigen Dialogs.
Im Unterschied dazu steht dieses gnostische Weltbild bzw. das Denken, das heute auch in Esoterik sehr verbreitet ist, dass alles Gott ist. Es gibt im Grunde nur das Göttliche. Auch ich bin ein Teil des Göttlichen bzw. jetzt befinde ich mich zwar im Stadium der Individuation, das heißt, ich bin jetzt für mich allein als Person vorhanden, aber das muss wieder überstiegen werden, dieser Zustand. Ich soll wieder aufgehen in diesem göttlichen Ganzen. Der Mensch als Person ist nach dem Denken der Esoterik oder bestimmter Strömungen Esoterik, so muss man das heute immer sagen, nichts anderes als eine vorübergehende Erscheinung. So wie ein Tropfen aus der Meeresgischt herausspritzt, aber wieder zurücksinkt im Ozean, genauso wird der Mensch sich wieder auflösen im göttlichen Ganzen. Das ist der Weg der Selbsterlösung, dass man zur Erkenntnis kommt, ich bin es, ich bin das Göttliche. Also Selbsterlösung bedeutet, der Mensch steht im Grunde auf derselben Stufe wie Gott, da gibt es also keinen... Er ist Gott. Man kann hier Gott von Menschen gar nicht unterscheiden in dem Sinn. Also man muss erkennen, dass man eigentlich göttlich ist, denn die ganze Natur ist göttlich, das Universum ist göttlich, ich bin es also auch. Und Leiden entsteht dadurch, dass man sich noch darüber nicht im Klaren ist, dass man in der Täuschung lebt, dass man nicht weiß, dass man ja eigentlich das Göttliche ist. Und diese Täuschung ist zu überwinden. Die Gnostiker sagen, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem Menschen und den kosmischen Mächten, also zwischen der Freiheit des Menschen und den kosmischen Mächten. Wenn man das durch Gott ersetzt, wäre das doch aber dann eine Parallele zum Christentum, oder? Man muss dazu sehen, dass in diesem gnostischen Denken, das auch heute wieder belebt wird, diese kosmischen Mächte ebenfalls nur Ausflüsse aus dem All einen sind. Heute wird das zum Beispiel so gebracht, ja, also das Ganze ist die göttliche Energie. Aus dieser göttlichen Energie gehen hervor die Götter, die Engel, die Dämonen, aus dem gehen hervor die Naturgeister, der Mensch und auch alle anderen Dinge. Der Mensch hat natürlich ein bestimmtes Verhältnis jetzt auch zu den Göttern, aber die sind selber dieser göttlichen Energie untergeordnet und letztlich ist der Unterschied nur gradueller Natur. Und wie man jetzt mit diesen Kräften umgeht, das ist jetzt unterschiedlich. Also ob man sie als feindliche Kräfte erlebt und also sich schützen muss davor oder ob man sie als freundliche Kräfte anruft, wie man das heute auch oft auch im Okkultismus tut, das ist dann eine Frage, welchen Geistern man sich gegenüber glaubt. Ist es dann also überhaupt vereinbar, Gnosis und Christentum? Nein, ist nicht vereinbar. Ganz einfach aufgrund dieser ganz wesentlichen Unterschiede. Gnosis, allein dieser Begriff, sagt, durch Erkenntnis soll man zur Erlösung kommen. Das heißt, das Ziel ist, wenn man zurück aufgestiegen ist in das göttliche Eine, wenn man erkannt hat, dass man Gott ist. Für uns ist das Ziel nicht die Erkenntnis der Göttlichkeit, sondern das Leben in der Beziehung zu Gott, in der Liebe, im Dialog. Das sind zwei unterschiedliche Ziele. Wie kommt es dann, dass viele Leute gerade heute sagen, die Gnosis wäre das eigentliche Urchristentum? Heute wird vieles behauptet, das heißt vieles, was unhistorisch ist und was sich dann bei der näheren Untersuchung aber nicht halten lässt. Es wird auch behauptet, dass das Christentum ursprünglich an die Reinkarnation geglaubt hätte und dass es da ein Konzil gegeben hätte, das alles ausgemerzt hätte, was die Lehre der Reinkarnation vom 5. Jahrhundert noch behauptet hätte. Aber das ist alles historisch nicht haltbar. Also das Urchristentum ist nicht Gnosis, ist nicht gnostisch, aber es ist eine Strömung, die sehr bald parallel zum Christentum aufgetreten ist. Und schon zu neutestamentlichen Zeiten. Denn man sieht ja auch, dass manche Schriften, etwa das Johannesevangelium, in der Sprache bereits Antwort auf diese Strömungen gibt. Sie haben gerade selbst schon die Reinkarnation erwähnt. Esoteriker glauben an Reinkarnation, also dass die Seele und der Körper getrennte Teile sind und die Seele kann nach dem Tod des Körpers den Körper verlassen und sich einen neuen Körper zum Beispiel suchen. Wie ist die christliche Auffassung der Seele? Wir glauben an die untrennbare Einheit des Menschen, die Ganzheit des Menschen, er ist eine leibseelische Ganzheit. Und wir glauben, dass das Lebensprinzip, die Seele des Menschen etwas ist, was ständig von Gott geschenkt wird. Gott erschafft den Menschen, er formt hier den Leib, das ist so dieses Bild in der Bibel, aus dem Lehm und haucht ihm die Neshama ein. Das ist die Geistseele, aber das ist ein Ausdruck für die Beziehung, in der der Mensch steht. Das, was uns zu Menschen macht, ist, dass wir von Gott Geliebte sind. Das, was wir als Seele bezeichnen, ist die ständige Freundschaft mit Gott, auch wenn ein Mensch sich dessen nicht bewusst ist, die verborgene Beziehung zu Gott. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel Galileo Galilei ansehen oder Schriftsteller wie Novalis oder Goethe, die alle haben ja mit,
heute als esoterisch benannten Praktiken gearbeitet. Die haben Alchemie betrieben, Astrologie betrieben, haben sich für okkulte Dinge interessiert. War das für die einfach kein Problem, weil sich niemand dafür interessierte? Oder kann man sagen, gut, das sind so Grenzbereiche, wo das Christentum sagt, das ist so gerade noch akzeptabel? Also die Personen, die Sie jetzt genannt haben, vor allem Goethe, die standen ja schon in einem bestimmten Spannungsverhältnis jetzt zum Christentum, anders jetzt als bei Galilei. Aber Alchemie hat natürlich eine viel längere Tradition, auch die Astrologie. Und da gab es also auch früher, auch im Mittelalter, durchaus Strömungen, wo man versucht hat, das mit dem Christentum irgendwo zu verbinden. Da muss man sehen, dass damals das, was man mit Astrologie verbunden hat, nicht unbedingt ident ist mit dem, was man heute damit verbindet. Wenn ich jetzt einmal die Astrologie herausgreife, die ja ein bisschen verbreiteter ist als die Alchemie, da wird gern Thomas von Aquin zitiert, der ja auch an den Einfluss der Sterne geglaubt hat und der auch dazu geschrieben hat und gesagt hat, also die Sterne zwingen nicht, sie machen geneigt. Das ist ein klassisches Zitat, womit dann immer auch bewiesen wird oder bewiesen werden soll, dass die Kirche ja doch auch die Astrologie gut geheißen hat. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Weltbild, also auch die Kosmologie des Mittelalters, eine ganz andere war als unsere. Die Vorstellung davon, wo die Sterne sind, in welchem Verhältnis sie sich zur Welt befinden, man hat sich die ja viel näher gedacht. Also die Sterne sind aufgehängt in einer kristallinen Sphäre, da gibt es mehrere Sphären, die umeinander kreisen und die Sterne sind da aufgehängt und die könnten durch bestimmte Fluide, durch Dünste Einfluss haben auf diese Welt, genauso wie das Wetter, also einen physikalischen Einfluss, und so wie das Wetter geneigt machen kann zu bestimmten Handlungen, könnte das auch bei den Sternen sein. Eine Vorstellung, die ist mit Okkultem oder mit Magie gar nichts zu tun hat, sondern einfach mit dem damals physikalischen, mit dem damaligen physikalischen Weltbild zu tun hatte. Man darf also jetzt nicht meinen, dass wenn ein Thomas von Aquin oder sogar auch Päpste sich mit dieser Art von Astrologie beschäftigt haben, dass das eine Gutheißung der Astrologie im okkulten Sinne wäre, die jetzt Voraussagen macht über die Zukunft oder den Charakter des Menschen bestimmen möchte. Wenn jetzt solche Forscher wie Goethe ja auch einer war, man kann Faust zitieren, erkennen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Kann er da überhaupt Christ sein? Denn uns sind ja die letzten Dinge des Lebens im Grunde verwehrt. Zum Beispiel, wie sieht das Jenseits aus? Oder der wirklich letztendliche, sichtbare Gottesbeweis. Ist das vereinbar? Ja, da ist Goethe ja schon ein typischer Vertreter der Aufklärung. Also wo man sich vom klassischen christlichen Weltbild bereits distanziert und jetzt selber fragt, gibt es einen vernünftigen Weg zu den letzten Gründen dieser Welt? Und hier ist natürlich eine Spannung bereits zum christlichen Glauben, zum christlichen Weltverständnis zu sehen. Es gibt Vorwürfe von esoterischer Seite. Man behauptet, dass gerade die Tatsache, dass die Kirche vor allem in Aufbruchszeiten die Wahrheit verschwiegen hätte, die Leute geradezu in diese esoterischen Richtungen getrieben hätte. Ob das so richtig ist, das mag ich nicht bestätigen, aber es besteht sicherlich auch von kirchlicher Seite her das Problem, dass da Versagen zu sehen ist. Und zwar vor allem, weil innerhalb der Kirche oft viel zu wenig den Menschen geholfen wurde, eine tiefe persönliche Gottesbeziehung aufzubauen. Wir müssen unterscheiden zwischen Religion und Glaube. Wir können davon ausgehen, dass die christliche Religion das Abendland geprägt hat, müssen aber fragen, wie viel Glaube ist da gewesen. Allein die Praktizierung eines äußeren Kultes, das ist noch nicht Glaube. Einer der Protagonisten des New Age, ein Amerikaner, also er hat in Amerika gelebt, Alan Watts, kam aus der anglikanischen Kirche und er berichtet über seine Kirchenerfahrungen aus der Jugendzeit. Und er hat gesagt, da ist man halt in den Kirchenbus eingestiegen. Also in die Kirche, man sitzt da drinnen in Reihe und Glied, vorne ist der Busfahrer, das ist also der Priester, der die Liturgie abspult und dann geht man wieder. Das war's. Aber das war für ihn nicht befriedigend. Er hat wirklich eine Begegnung mit Gott gesucht und da wurde ihm kein Weg gezeigt. Und viele sagen das, ja, wir haben irgendwo noch Tradition erlebt, Kirche als Folklore, aber den tiefen Durst des Herzens nach Gott, nach dem Geheimnis, der wurde nicht gestillt. Und da kommt natürlich dann das ganze Angebot der Esoterik, wo es auch um das Erlebnis geht, um eine Erfahrung jetzt vom Göttlichen, vom Geheimnisvollen. Das könnte die Kirche aber durch Spiritualität auch bieten. Das ist die große Herausforderung für die Kirche heute. Also wir dürfen schon sehen oder müssen sehen, dass diese ganze Entwicklung jetzt, diese breite Akzeptanz der Esoterik, vor allem auch dieser Spiritualitäten, eine Herausforderung für uns sein muss. Auch die Frage, wo haben die Menschen bei uns nicht die Antwort gefunden? Wie müssen wir jetzt den Menschen das Geheimnis wieder zeigen? Wie müssen wir sie hinführen, dass sie entdecken, die eigentliche Antwort auf ihre Suche ist Jesus Christus?
Dazu ist ja vor drei Jahren, auch in Rom, ein sehr wichtiges Schreiben erschienen, Jesus Christus, der Spender des lebendigen Wassers, das genau auf diese Entwicklung eingeht und auch das einfordert von den Seelsorgern. Wir müssen verstehen lernen, welche Suche dahinter steckt bei den Menschen, die in Esoterik hineingleiten, um dann aber auch die ganz spezifische christliche Antwort geben zu können. Eine wirkliche Alternative bieten. Ganz genau. Die falsche Antwort wäre, dass man jetzt all das Esoterische hereinholt, was ja auch häufig geschieht, weil eben jetzt die östlichen Praktiken so akzeptiert sind, da macht man halt in der Kirche Qigong und Tai Chi und so weiter. Wir müssen Profil zeigen, wir müssen das christliche Geheimnis wieder anbieten und Wege dazu zeigen. Kommen wir nochmal zu vorgeblichen Parallelen zwischen Esoterik und Christentum. Es wird zum Beispiel von Esoterikern gesagt, dass die Wandlung während der Eucharistie ja eigentlich nichts anderes wäre als weiße Magie. Was sagen Sie dazu? Der Unterschied zwischen Magie und der Wandlung oder Magie und Gebet ist der, dass bei der Magie der Magier selber der ist, der genau weiß, was er tun muss. Also der bewirkt es durch einen bestimmten magischen Ritus. Der Magier selber hat einen Zugang zu der Kraft, die etwas ganz Bestimmtes bewirkt. Im Gebet ist es so, ich richte mein Gebet an Gott. Ich weiß nicht, was er tun wird. Ich muss mich seinem Wirken überlassen. Bei der Eucharistiefeier ist es so, dass nicht das Erlernen einer bestimmten Technik oder eines magischen Spruches mich dazu befähigt, Eucharistie zu feiern. Sonst könnte das jeder. Ja, jeder könnte eine magische Praktik erlernen. Ich kann es nur im Auftrag der Kirche tun. Christus hat den Jüngern den Auftrag gegeben, tut das zu meinem Gedächtnis. Christus spricht dieses machtvolle Wort und es wird dann durch Handauflegung diese Autorität weitergegeben. Ich kann es nur in der Autorität Jesu Christi tun. Im Augenblick, wo ich die Eucharistie feiere, da feiere ich in der Persona Christi, aber nicht in meiner Person. Der Magier handelt in seiner eigenen Person. Er hat eine Technik entdeckt, erkannt oder es wurde ihm etwas gezeigt, wie etwas machen muss, um etwas Bestimmtes zu bewirken. Dann das Thema Geisterbeschwörung. Da wird dann gesagt, dass zum Beispiel auch im Christentum es ja Mystiker gibt, Seher gibt. Es gibt den Heiligen Geist, der auf uns niederkommt. Auch da sollen Parallelen vorhanden sein. Auch hier ist wieder der Unterschied. Ich kann im Christentum oder als Christ die Geister nicht beschwören, dass sie jetzt kommen und mir zu Diensten sind. Ich kann sie anrufen, ich kann sie um Fürbitte anrufen. Ich darf aber jetzt nicht sie beschwören, dass sie kommen, um mir Botschaften zu bringen. Es kann natürlich sein, das gibt es, dass jetzt jemand aus der Gemeinschaft der Heiligen kommt und mich anspricht. Ja? Suche ich mal die Marienerscheinungen her. Maria kommt und spricht jetzt zu den Menschen. Ich kann sie aber nicht beschwören, dass sie kommt. Das ist der Unterschied. In der Esoterik oder in diesen Praktiken des Okkultismus will man Wege finden, um die Geister zu zwingen, dass sie kommen, um mit ihnen zu sprechen. Und das ist aber verboten, das gehört zu den Gräuelsünden. Es ist ja auch in den letzten Jahrhunderten immer wieder versucht worden, kompatible Möglichkeiten zu finden. Zum Beispiel gab es die Ars Notoria. Da wurde dann versucht, durch die Vermittlung des Heiligen Geistes und von Engeln zu dieser absoluten Erkenntnis zu gelangen. Und als Mittel, um dahin zu gelangen, gab es zum Beispiel auch die Meditation, das Gebet und das Fasten. Das alles sind ja Praktiken, bei denen man auch einen veränderten Geisteszustand als Christ erleben kann. Besteht da eine Gefahr, dass man das hinterher verwischt oder dass man dann vielleicht tatsächlich in eine andere Richtung abdriftet? Gefahr besteht dann, wenn man meint, dass man durch solche Techniken, also sagen wir es besser mal eine Gebetspraxis, meint, mit Gewissheit Botschaften von Engeln oder Heiligen erhalten zu können. Es ist natürlich ganz entscheidend, dass ich ein betender Mensch bin, dass ich Zeiten der Stille habe und auch Zeiten jetzt der Askese einhalte, um offen zu sein für den Geist Gottes. Aber ich habe nie mit Gewissheit. Ich muss dann mit den Botschaften, die mir kommen, die ich vielleicht jetzt irgendwie innerlich erkannt habe, immer auch zum Seelenführer gehen. Ich muss das vorlegen, ich muss fragen, kann das sein, spricht der Heilige Geist, der muss vielleicht auch wieder drüber beten. Ich muss es prüfen lassen. Das ist der Unterschied. Also ich kann den Himmel nicht zwingen, zu mir zu sprechen. Also es gibt keine Kompatibilität zwischen diesen beiden Bereichen? Es gibt keine wirkliche Kompatibilität, so jetzt habe ich es heraus. Es gibt äußere Ähnlichkeiten, es ist so ähnlich wie Mimikrie in der Natur. Wenn Sie jetzt feststellen, dass Sie zum Beispiel in Ihrer Gemeinde junge Leute haben, die sich für diese Praktiken interessieren und denen dann auch bewusst vermittelt wird, das ist mit dem Christentum problemlos vereinbar. Was tun Sie konkret, um mit diesen jungen Leuten zu sprechen oder um ihnen klarzumachen, dass es eben nicht geht?
Da muss man immer die Situation berücksichtigen, jetzt, wo stehen die überhaupt. Das Problem ist häufig, das betrifft jetzt nicht nur Jugendliche, die solche Praktiken ausüben, sondern auch jetzt Erwachsene, die irgendwann Esoterik sind. Und ich sehe das, es kommen manchmal auch Leute schon in die Seelsorge, die solche Dinge tun. Ich muss mal erst das fragen, wie viel Glaubensgrundlage ist jetzt schon da? Ist schon jetzt einmal eine Christuserfahrung da? Haben die eine Ahnung von dem, worum es im christlichen Glauben überhaupt geht? Es hat keinen Sinn, jetzt Jugendlichen das wegzunehmen, ohne zu erklären, warum sie es nicht machen sollen. Es braucht also eine Art Erstevangelisierung und dann kann man sagen, das ist nicht gut, weil. Kann man dann im Grunde sie nur langsam davon überzeugen, dass sie selbst auf diesen Weg finden? Es gibt natürlich gefährliche Praktiken, wo man dringend warnen muss davor. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn sie mit dem Gläserrücken anfangen, mit dem Pendeln oder so, weil hier auch sehr unmittelbare psychologische Gefahren bestehen und auch natürlich auch vom Seelsorglichen her der seelischen Belastungen. Hier kann man nur dringende Warnung aussprechen, sofern das möglich ist in der Schule, auch ein Verbot. Nicht? Also das gibt schon auch, das war ein Beispiel jetzt aus einer Schule in der Nähe, wo eine Schülerin ganz entsetzt die Religionslehrerin informiert hat, in der Klasse sind ein paar, die tun Gläserrücken, worauf die Religionslehrerin sofort gekommen ist, hineingestürmt in die Klasse mit dem Weihwasser und das Weihwasser auf das Glas gespritzt hat, das sofort zersprungen ist, das Glas. Ja. Das war dann für die Jugendlichen augenscheinlich, dass da etwas nicht in Ordnung ist, ja, wenn das Weihwasser diese Wirkung hat. Also da muss man dann schon unmittelbar eingreifen. Wie kommt es, dass gerade heute in der Moderne die Esoterik immer wieder versucht, sich im Christentum einzuschleichen und dort zu etablieren? Sie versucht, sich nicht nur im Christentum einzuschleichen. Das ist heute eine generelle Erscheinung. Das Problem ist eher, die Frage ist, warum Christen offen sind dafür. Warum lassen sie sich auf das ein? Und da gilt manches, was schon angesprochen wurde. Wurde den Christen genügend die eigene Glaubensgrundlage bewusst gemacht? Wie schaut es mit der Katechese aus? Viele schlittern hinein oder öffnen sich diesen Praktiken, weil sie gar nicht wissen, was da nicht passt. Also das ist zu hinterfragen. Dass natürlich immer wieder Gruppen auch da sind, die überall hineingehen wollen, das ist generell so. Das betrifft nicht nur die Christen. Aber wir müssen fragen, wie schaut es mit unserer Widerstandskraft aus und warum ist die oft nicht gegeben? Pater Clemens, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Trotz vorgeblich ähnlicher Praktiken und Verhaltensweisen haben wir festgestellt, dass Esoterik und Christentum in keiner Weise unvereinbar sind, sondern vollkommen unvereinbar und nicht kompatibel. Und deswegen muss das Christentum jede esoterische Praktik ablehnen, ob es um Magie geht, um Geisterbeschwörung oder sonstige Dinge. Das war Spirit, Leben mit Stil. Vielen Dank fürs Zuschauen.